Jo Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Golden Nuzlocke. Hier in diesem Part steht der fünfte Arenenleiter an. Ich habe alles bis auf Rocky trainiert, weil den brauche ich sowieso nicht in den Kampf schicken, das kann ich gleich vergessen. Alles ist uns auf Level 30, die Level Cap natürlich mal wieder beansprucht. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für euch, die ihr gleich sehen werdet im Lied dann. So, aber jetzt wollen wir noch erstmal hier mit Hartwig reden. Du hast es also bisher geschafft. Lass dich gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. So, voll gewohnt, ja. Also meinst du, da hast du dich erschreckt. Wie? Das hat nichts mit Pokémon zu tun? Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Und somit kämpfen wir gegen den fünften Arenaleiter in Pokémon Gold Hartwig. Er hat nur zwei Pokémon, aber diese haben es in sich, das sind Kampf-Pokémon, beginnt mit Rasaf. Ich habe Robin dabei und Robin wird zu einem X-Partner auf Level 30 glücklicherweise noch Flügelschlag erlernt. So, deshalb werde ich auf das Level 1 und sehe, das macht einen glatten One-Hit gegen Rasaf. Das ist die Power von X-Bad, Freunde. So, und hier kommt Quarpuppe von Hartwig rein. Ich weiß, überlegen wir vielleicht gar nicht so lange. Ich fackel jetzt mal nicht lange rum. Ich versuche einfach mal mit Flügelschlag und schauen, wie viel Schaden das macht. Vor allem schon sehr viel KP, um einen Attack von ihm auch gut überstehen zu können. Und das ist ein Crit. Altes, nice. Wie X-Bad so, ich mache mir so Mods. Mach mir so Mods Sorgen und X-Bad haut den Arena einfach in Grund und Boden rein. Was? Ich hab verloren? Ich weiß damit, du bist des Faustorts würdig. Alles klar. Durch den Faustorden gehorchen dir alle Pokémon bis Level 70. Dies gilt auch für Getauschte. Außerdem können deine Pokémon Fliegen auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Ich nehme auch dies. Team 1, das ist wahrscheinlich irgendwas Wuchtschlag oder sowas in der Art. Hier ist Wuchtschlag. Es trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, wird er den Gegner. So. Ich habe natürlich auch bei Hartwig geschaut, was er gehabt hat, aber das hat sich im Nachhinein als unbegründet wissen, weil das war leichter Rennleiter ever. Und jetzt reden wir mit dieser Frau hier. Du hast mir überquert, um hierher zu kommen. Das war sicher nicht einfach. Es wäre viel einfacher, wenn die Pokémon Fliegen einsetzen könnten. Das ist der Orden der Arena von Anemonia City. Dann sollte diese vor allem gehören. Er ist die Frau von Hartwig, zumindest was das in Hartwurz und Silber. Bring deinen Pokémon Fliegen bei. Dann kannst du sofort in jede Stadt fliegen, die du bereits besucht hast. Mein Mann hat gegen dich verloren, also muss er härter trainieren. Das ist auch gut so. Er hat in letzter Zeit etwas Speck angesetzt. Lel, voll gedisst. So, wo wir noch hin müssen, ist. Dann nicht. Doch hier unten vielleicht sogar? Der Pokémon scheint es gut zu gehen. Betrügt dich etwas? Dem Pokémon vom Leuchtturm geht es nicht gut. Ich hab's. Das soll das Problem lösen. Der Geheimtrank, yay. Mein Geheimtrank ist sehr stark. Ich biete ihn nur in Notfällen an. Gut, jetzt muss ich was sagen. Ich habe mich jetzt auf Jasmin gar nicht vorbereitet, auf die Arenenleiterin, weil wir können da ohne Umschlag gegen sie kämpfen. Bringen zuerst erstmal hier kurz dem lieben Tauboga Fliegen bei. Wo ist denn Pack da? Schlimm ist halt, das Gerock ist nur für Level 25. Das hätte ich mittrainieren sollen eigentlich. Ich werde jetzt nicht auf die auf Level Cap von 35 hochgehen. Das ist irre, weil dann geht wir das mit der 8. Arena. Könnte das unter Umständen eng werden. Außerdem, das ist. Ich glaube, das ist gar nicht so wild, wie die es hier machen. Hoffe ich doch. Ich schaue einfach mal, wie das wird. So, jetzt fliegen wir erstmal nach Oliviana City zurück und bringen das Zaubertränkchen vorbei. Bin ich erstaunt, dass du bis jetzt ohne Trank so gut auskommst. Ja, okay, ich habe halt immer ein bisschen trainiert. Das ist schon klar. Das habe ich auch machen müssen, aber. Ansonsten, ich meine. Man könnte die Nuzlocke jetzt natürlich schon noch härter machen, das ist klar. Da findet man sicherlich Sachen, aber. Ich finde so insgesamt sind wir jetzt gut durchgekommen. Wieso als Zwischenruhe sehen, wenn man sie nach dem fünften Leiter, ist halt die Frage, wie gut Jasmin läuft. Eigentlich soll die nicht so schwer sein. Ich weiß halt nicht, was sie für Attacken können. Ist eigentlich egal, alles von einer Attacke ab,
Kann das Stahl aus Erdbeben oder kann es nicht? Fertig, aus. Das ist die Frage. Ich könnte zwar echt nebenbei schnell nachschauen, damit ich es einfach weiß, was mich erwartet. Wobei, es ist wahrscheinlich egal wie, ich würde es immer gleich umspielen, aber na gut. So. Wird diese Arznei Amphi helfen? Ja klar, was meinst du? Willst du, dass ich es vergiften will, oder was? Okay, okay, das... Das sollte passen dann. Den Geheimtrank. Hm, bitte sei nicht beleidigt. Amphi nimmt jetzt nein nur von mir an. Amphi, wie geht es dir? Palu, Palu. Palu. Oh, ich bin erleichtert. Das ist da einfach wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Arena zurück. Dann mach das, ich werde auch hinterherkommen gleich. Habe aber noch eine kleine Sache, die mich ein bisschen Sorgen bereitet. Nämlich das Stahlos ist echt halt nicht so von schlechten Eltern, ne? Das ist 35 und das hat nicht die leichtesten Attacken, muss man so freundlich zu formulieren. Oh, Jesus Christ, geht's hier echt schon wieder nicht raus. Boah, wir konstruierten so einen Scheiß hier. Krieg ich gerade schon wieder Anfälle. So. Hier geht's runter. Ja, ja. Die Sache ist folgende, ich kann es euch erläutern, was das Problem ist. Das Ding kann Steinwurf. Die Attacke ist zwar nicht so stark, aber es ist eben 35. Ich werde das nicht mit Rocky machen. Ich werde das mit von Anfang an hier mit Duplo machen. Von Anfang an wirklich. So, dann schauen wir doch einfach mal, wie es läuft. Ich bin sehr gespannt. Die paar KP auf X verteilen, das müssen wir nicht machen. Ansonsten könnte natürlich, ja, ich könnte Fleckmo noch reinholen, das wäre eine Idee, aber ja, mal sehen. Danke für deine Hilfe, mein Leuchtturm. Erlaub mir, mich vorstellen zu dürfen. Ich bin Jasmin, eine Arenenleiterin. Ich setze Stahl-Pokémon ein. Hast du von diesem Typ schon gehört? Er wurde erst vor kurzem entdeckt. Darf ich beginnen? Ja klar, beginnen. Ich habe eine Idee, wie wir das machen. Ich glaube nicht, dass Steinwurf one-hittet. Das wird die Tage nicht stark genug. Jetzt müssen wir erstmal in den ersten beiden Pokémon vorbeikommen. Das sind erstmal zwei Mercantilo, also die sind ja auch nicht so von schlechten Eltern, zumal ich immer noch kein Flammenrad kann. Die Attacke lernt man echt unverhältnismäßig spät. Die werden wahrscheinlich versuchen, mit ihrer Donnerwelle Ärger zu machen. Das ist überhaupt nicht geil, die Donnerwelle. Aber ja, es ist ein Volltreffer, das ist nicht so gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich ausreicht oder ob es nur so ausgereicht hat, weil es halt gereicht hat. Okay, es kommt sowieso Stahlos. Gut, dann spielt das alles keine Rolle mehr. Rauchwolke erstmal. Ich soll erst ein paar Rauchwolken hier raushauen. Problem ist halt, sie kann das noch zurückholen. Steinwurf, der erste geht schon mal daneben. Erstmal dreimal auf Rauchwolke. Ich weiß, ich mache jetzt jeden Arenenleiter. So ist ein bisschen lame eigentlich, aber ja gut. Ich meine, es ist halt auch mit sehr viel Risiko gespielt, weil wenn Steinwurf trifft, dann wird dann unter Umständen schon ein Problem. Alter, ein Crit. Natürlich ein Crit. Was noch sonst? Jetzt gehe ich auf Derpy. Auf Derpina, sorry. Alter, ein Crit, das war echt übel heftig. Sonntag, ja, das kann Sonntag. Das ist natürlich auch nicht schlecht von ihr gemacht hier, Sonntag. Ganz klar. Das ist clever mit Sonntag zu spielen, ja. Wo dann die Wasserattacken geschwächt werden. Aber nicht so sehr, dass es ihm irgendwas bringt. Eisenschweif geht zum Glück noch daneben. Ist jetzt erstmal Fluch, eine meine Verteidigung ein bisschen zu boosten. Jetzt wird mich eh tot critten. Ein bisschen zu boosten ist gut. Ich werde es sogar zweimal machen. Einfach auch am Sonntag ein bisschen auszustollen. Eisenschweif, wie viel Schaden? Crit. Crit ist trotzdem kritisch. Also Crit macht gut 50% Schaden, würde ich so vermuten. Spontan. Sonnenlicht immer noch stark. Macht das nächste Mal auf Surfer. Das muss er erstmal damit treffen, ne? Und erstmal mussten die Crit bekommen, was eigentlich schon unwahrscheinlich ist. Aber, pff, lol. Also, das ist echt ein Hohn hier, wie viele Crits hier kommen. Das ist echt unverschämt oft eigentlich, um ehrlich zu sein. Sonnig ist immer noch stark. Und wie oft es auch damit trifft, ist
absolut dreist, einfach nur. Ach du Schande, das macht so viel Schaden, obwohl ich meine Verteidigung 2 gestärkt habe. Das ist halt auch ein Witz. Gut, es kommt auch mal meinerseits ein Crit. Sonnenlicht schwinden. Vielleicht jetzt nochmal auf Sonnentag. Ist Hypertrank ein okay. Ja, ich muss ja mit Terrapina eigentlich drin bleiben. Obwohl ich will es halt nicht wirklich. Ah, das ist so schwierig hier. Ich kann auch nichts anderes gehen. Eisenschweif geht zum Glück mal wieder daneben, ey. Nächster Eisenschweif sollte eigentlich nicht reichen, aber das ist halt so eine Roll-Sache, ne? Ah, soll ich rausgehen? Wen könnte ich denn? Ich könnte hier Pack reinholen, dann versuchen, ob das wird ein Eisenschweif auf jeden Fall tanken, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Oder ich gehe. Nein, komm, wir müssen jetzt hier auf Surfer gehen. Sonntag, okay, das joked, sehr gut. So, nur das eine ekelhafte Magnetilo wegbekommen. Das machen wir mit Georock dann. Das sollten wir hinkriegen, weil es hat eigentlich nichts dagegen. Es kann kein Eisenschweif. Sonst gibt es, soweit ich weiß, keine gescheite Stahlattacke. Duplerrecht Level 31, hoch verdient. Und endlich Flammrad, ey. Hätte das nicht früher lernen können? So. Dann kommt Glut weg. Ruckzuck kann man immer brauchen. Glut. Und Rauchwolke, Leute, die Attacke gebe ich nicht her. Die ist zu wertvoll für Naslux einfach. Das ist natürlich Verfolgung, hätte wir ärgerlicher. Das kann Magnetilo meines Wissens nach nicht. So, komm, Rocky, wenn nicht, dann können es auch noch Saruman zur Not regeln. Donnerblitz hat das. Okay, das wäre übel ausgegangen, aber das wäre auch. Hatte ich nie vor. Nein, kein Superschall. Warum? Warum Superschall? Verwirrung. Aber es kommt Intensität. Intensität 7 sollte reichen. Intensität 7 reicht. Es muss. Oh, da habe ich den Jasmin besiegt. Ganz, ganz knapp, ey. Holy shit. Du bist ein besserer Trainer als ich. Das trifft sowohl Gabe als auch Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga bereiche ich dir diesen Orden. Alter, ich hätte gedacht, dass die uns deutlich weniger Probleme als Hartwig macht, aber ja, wenn man halt beim Level zu übertreibt, gut dann. Wahrscheinlich auch Orden erhöht die Verteidigung deiner Pokémon. Bitte nimm das auch. Team 30 wahrscheinlich Eisenschweif, das braucht aber eh keiner. Gibt's glaube ich mittlerweile gar nicht mehr als TM, weil es einfach Quatsch ist. Mit dieser TM kannst du deinen Pokémon Eisenschweif erlernen. Leon, das Attack ist so oft getroffen, der Mega-Honig. Ich hätte die Verteidigung, die. Genau, wir können um 1 bis 2 Stufen gesenkt und, ja. Ich kenne all die Genauigkeit von Icecraft, die ist 75, somit exorbitant niedrig. So, Tick City. Warum Pokémon des Blitz beherrscht? Natürlich ein Zubat wäre eine Idee. Jetzt ehrlich gesagt keinem meiner Team-Pokémon beibringen, das werde ich auch nicht tun, also. Als die Frage, wie ich das hier am besten in Zukunft, wie ich mit wem ich jetzt hier in der nächsten Zeit kämpfen werde. Sagen, den Part machen wir sowieso nichts mehr, oder? Ablegen können wir. Legen wir uns ab dafür zeitweise. Feuerwhisky sollte man nie hergeben. Ich würde fast sagen, Pack legen wir ab. Der bietet keinen Mehrwert für unser Team im Moment. Das nehmen wir dann mit. Kann's kein Blitz. So. Also wie gesagt, das Pokémon da haben wir schon gefangen im Kesselberg, das vergesse ich nicht. Du kannst kein Blitz. Doof. Dann kann es gleich wieder gehen. Das eigentlich sollte ich das nicht. Ich weiß, dass ich noch im Part machen werde. Und zwar werde ich noch. Kann Sonnenkern vielleicht Blitz? Oder Togepi kann das sicher. Als ob Togepi keinen Blitz kann. Ich meine, das habe ich auch schon mal auf dem gespielt, den Kristall, aber wenn dann also. So, ich weiß, was wir noch machen.
Ja, perfekt. Spiegelei kann Blitz, dann geben wir ihm das am besten auch. Und tun ein bisschen Gerok nach vorne, damit der ein bisschen leveln kann. Okay, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange der Part ist. Ich glaube auch nicht so lange. Ich meine, wir haben nur Jasmin und Hartwig gemacht. Na, Hartwig ging nicht sonderlich lang. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt hier erstmal in die Turmruine machen, das, was ich schon lange tun soll. Wobei, ich habe immer noch keinen Zertrümmerer. Ich nehme mich, wie lange meine Dukatia sollen das beheben. Machen wir jetzt hier ein bisschen, wir sind hier ein bisschen entspannt, wir hatten heute genug Anspannung für diesen Part. Außer der fliegen kann, das ist doof, raus tun, dann kommt halt Rocky, kommt halt, Robin raus, von mir aus. Muss nur eine Kleinigkeit eben ausdiskutieren, habe nebenbei trotzdem hier weitergemacht. Halt ein bisschen kurz ohne Commentary ist nicht so schlimm. Wahrscheinlich hört man es auch immer, wenn da jemand rumbrüllt. Die Musik ist eh ein bisschen laut im LP, deswegen hoffe ich einfach auf nicht, aber naja, egal. Du Katz hier bitte, ich schaue, ob es das im Kauf was gibt. Wenn nicht, dann drehe ich am Rad. Und raste einfach mal kurz aus. So. Muss hier wieder einen Sklaven und das. Oh. Das ist so nervig, diese vor allem, ich bin so froh, dass wir den Shit los sind. Ah, hier ist immer noch nicht richtig, ja, danke. Toll, ist ja erstmal noch ein Donnerschlag auf jeden Fall. Ja, kannst du mir helfen, indem wir eine gescheite TM verkauft? Wo ist denn. Gibt's denn hier. Donnerschlag, ja. Ja, okay, ist egal. Ein Tummeldreikus Ente nicht befreien. Braucht auch keiner wirklich. Jo, was gibt's noch zu tun? Ich könnte vielleicht mal Evoli spaßhalber weiterentwickeln. Was wäre eine Idee? Also, wenn wir mal nach Tara schon haben. Aber was mache ich off-cam, würde ich sagen. Ich bedanke mich dann bei euch für die Aufmerksamkeit. Jetzt nächstes Mal auf dem Kesselberg weiter Richtung Mahagonia. Freu dich drauf und ciao.